Hallo, das ist wieder Xi und Sparta mit der Mega Man X2 Xi Challenge. Heute mit den letzten beiden Gegnern, Bubble Crab und Morphmod. Wenn ich mir nicht allzu blöd anstelle, sollten die beiden eigentlich relativ schnell liegen. So, für das Leben bräuchte ich wieder Will Gators Waffe, möchte ich aber nicht. So, hier an der Wand herunter, dann stehen wir nämlich gleich hier, wenn dieser Fisch hier rauskommt. Entschuldigung. Und an diesem Fisch kann man mehrere Sachen zerstören. Eine bestimmte Anzahl von Sachen muss man sogar zerstören, wenn man zum Ex-Hunter dieses Levels kommen möchte. Hier ist so eine wunderbare Stelle, wenn er so schwimmt. Er kann nämlich auch ein bisschen nach oben schwimmen. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. So, hier drüben wäre der Raum, in dem man sich mit Morphmods aufgeladener Waffe unendlich Lebenspunkte ansammeln kann. So, jetzt habe ich gerade nicht im Blick, wo der war. So. Müsste ich ihm, glaube ich, nur noch eine Sache zerlegen. Und er ist erledigt. Welchen Effekt das hat, zeige ich gleich. So, jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Was man auch sagen muss, ich glaube, hier weiter links. Und in dem ersten Raum, wo der Fisch aufgetaucht ist, da müsste man nach oben. Da gibt es dann beide Male. Also oben einmal einen Herzcontainer und einmal einen Energietank. Der Fisch würde normalerweise hier reinschwimmen. Und hier würde der Ex-Hunter dann oben auf uns warten. Den will ich aber nicht besiegen, wieso? Den darf ich auch nicht besiegen. Deswegen ist das ein bisschen gemein, weil man sich auch hier wieder etwas Weg sparen kann. Schieß. Kleinen Schraubenzieher-Hüpfdolen machen dann keine Probleme. So. Da links würde man herauskommen, würde man den Ex-Hunter besiegen. Also man würde sich wieder etwas Weg sparen. Aber damit ist auch dieses Level wieder entschuldigt. Wir sind bei Bubble Crab und meine Taktik für den Gegner zeige ich gleich. Der bildet sich nämlich immer wieder so ein Schutzschild. Genau das Ding. Der Wasserstand verändert sich auch immer wieder. Das muss man halt ein bisschen ausnutzen. Denn die Blase zu zerschießen, das dauert immer ein bisschen. Die lässt aber gleich weg, wenn man so über ihn drüber hüpft. Also man muss halt einmal kurz über ihn drüber hüpfen. So. Ne, es geht besser, wenn er. Genau. Weil er dann immer diese Attacke macht. Und damit kann man nicht nur sein Schild entfernen, sondern ihn auch davon abhalten, etwas anderes zu machen. Genau. Zugegeben, ohne Wasser ist es ein bisschen schwierig, man kommt aber noch drüber. Und zack, erledigt. Aber wenn er seine Attacken machen kann, kann er schon relativ schwierig werden. Die nervigste Attacke ist eine, bei der er kleine Krabben in Blasen produziert, die dann an der Oberfläche des Wassers treiben. Und ja, wenn das Wasser dann weiter runterkommt, hat man entweder weniger Platz. Oder man entschließt sich, diese Krabben zu entfernen. Sobald man die aber nur einmal anschießt, fliegen die dann zu einem hin, aus dem Bildschirm raus. Ist halt ein bisschen nervig, wenn man ihn das machen lässt. Aber es gibt Schlimmeres. So. Und jetzt haben wir leider die Chance verpasst, uns das letzte Zero-Teil zu holen. Blöd gelaufen. So, der letzte Gegner, Morphmod. Ein Gegner, der mit Waffe relativ einfach ist.
ohne Waffe für mich der nervigste unserer 8 Gegner. Warum wird sich gleich zu Anfang des Kampfes zeigen. So, mal hier wieder ein bisschen schneller durch. So, die Gegner würden sich immer wieder regenerieren. Den müssten wir die Rüstung runterschießen und wie gesagt, die. Wenn man sie dann nicht gleich erledigt, dann sammeln sie halt magnetisch sich wieder Müll an. Moment, so. Jetzt kann er sich halt immer wieder regenerieren, bis er wieder so aussieht wie vorher. Ist jetzt nichts allzu Schlimmes, aber kann man ja mal erwähnen. So, der Zwischengegner dieses Levels. So eine kleine, ich denke mal, so eine Libelle sein. Na, Schmarrn, na, es ist halt auch eine Motte. Die diesen Roboter kontrolliert. Müssen wir ein paar Mal in den Bauch schießen, dann kommt das Ding heraus. Hüpft ein wenig herum. Und würde, wenn man sie ließe, dann irgendwann wieder im Boden verschwinden und diesen Roboter wieder hochheben. Das ist auch nichts allzu Schlimmes. So, da rechts wäre der Ex-Hunter dieses Levels. Ach ja, was es zu finden gibt, habe ich völlig vergessen. Ganz am Anfang gibt es eine Stelle, das würde einem der Helm auch zeigen. Ich denke mal, man würde sich, wenn dann schon, alle Rüstungsteile holen. Warum denn nur einzelne? Macht ja nicht Sinn. Da würde einem der Helm anzeigen, dass da ein Geheimnis ist. Und da muss man mit Will Gators Waffe ein Loch in den Boden bohren. So, diese Dinger, wenn sie einen haben, bringen einen automatisch dazu, bestimmte Aktionen zu machen. Wenn sie einen zum Schießen bringen, ist das ganz nützlich, dann schießt man viel frequenter als normalerweise. Ja, wie gesagt, da oben muss man dann ganz am Anfang des Levels muss man dann ein Loch in den Boden mit Will Gators Waffe graben, in Anführungszeichen. Da unten befände sich dann die Rüstung. Der Gegner will heute nicht, auch kein Problem. Geht's umso schneller. Und nein, ich versuche hier nicht zu speedrunnen. Das traue ich mir nämlich nicht zu. Das will aber auch nie hinhauen. Entschuldigung. Ja, es gab kürzlich Mittagessen, deswegen bin ich noch ein bisschen verschleimt. Entschuldigt. So, Morphmoth. Oder auch nicht. Diese Vorform von Morphmoth ist wesentlich nerviger als der Gegner selber. Dieser Vorform müssen wir einen gewissen Grad an Schaden zufügen, damit sich Morphmoth selbst zeigt. Ich denke mal, das soll eine Art Concord darstellen oder so. So, und hier brauche ich halt diesen weiten Sprung, wie gesagt. Damit man da anständig drüber kommt. Früher wusste ich von dem Sprung nichts. Wusste dann, als ich ihn gesehen hatte, auch nicht, wie man ihn anständig ausführt. Daher dachte ich, dass man in diesem Kampf sich da so mit einem aufgeladenen Schuss durch diese Schrottmasse durcharbeiten müsste, während man rutscht, dass man so da durchkäme. Aber ne, so Morphmoth selber macht nicht viel, ist auch schon erledigt. Mehr als diesen Laser macht Morphmoth nicht. Den habe ich auch nur ganz selten gesehen, dass Morphmoth den schief geschossen hat. Im Grunde genommen einfach nur in einer der beiden Ecken stehen, warten, bis sie ihren Laser macht und ihr dann eine draufgeben. An sich auch wieder kein Problem. Die Probleme beginnen jetzt. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Denn da haben wir das erste Ex-Hunter-Level vor uns. Und den ersten der Schlossbosse mehr oder weniger. I'm sorry, es tut mir leid, Ex. Einer der Ex-Hunter attackiert die Basis und hat alle Einzelteile von Zero wieder gestohlen. Erneut gestohlen. Sie wollen Zero in ihrer Basis neu
Sie wollen Zero in ihrer Basis zusammenbauen. Ich habe sie bis zur Position 00, dem Nordpol, verfolgt. Ich kann sie nicht mit ihm... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Tampa ist. Und das, was mir eingefallen wäre, will ich nicht sagen. Ich muss ihn retten. Und da aller Kanone meine Übersetzungsfähigkeiten, aber... Ja. Was soll's. Also, in der nächsten Folge haben wir dann das erste Level der Ex-Hunt-Basis vor uns. Und ich sag ganz bewusst nur den ersten Level, denn das wird länger dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, ich habe ganz viel Glück. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute mal wieder von der Mega Man X2 XE Challenge. Ich bin Xe. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.